das ist ein Hutt-Zylinder, ein Zweitakt-Diesel. Hier unten sind die vier Überströmkanäle. Und auf der anderen Seite auch vier Überströmkanäle. Dieser Motor hat kein, wie der normale Zweitakter, wo er die Luft über den Kurbelgehäuse ansaugt, sondern das hat einen Rootkompressor, der kontinuierlich Luft pumpt durch diese Kanäle. Ja, und dann als Diesel noch ausgelegt. Also oben ist eine Einspritzung und keine Zündkerze. Zweites hier. Ja, die Einkanäle, die Auslasskanäle und die anderen Überströmkanäle. Und die Kolben, die sind das Modernste vom Modernsten. Unten zwei Ringe, oben vier Ringe. Das sind gerade die Überströmkanäle, wo der Stahl in Schwingung gerät, weil er ja immer einen unterbrochenen Span hat. Und jetzt ist er durch, jetzt ist er wieder an der zylindrischen Silette.